Conchita Wurst ist erstmal Schlager, ist Popkultur, ist die Rückkehr, das darf man nicht vergessen, des großen hymnischen Songs, den wir lange, lange, lange nicht mehr gekrönt gesehen haben. Aber Conchita Wurst, wir sehen es an den Diskussionen, verändert auch das Bewusstsein. In Deutschland, in Berlin ist man, glaube ich, eh sehr tolerant. Da haben ja die Zuschauer 12 Punkte gegeben, die Jury natürlich nicht, vergessen. Aber wir sehen das auch in den Ländern, die eigentlich alle wirklich als ultrakonservativ, gar als schwulenfeindlich zu gelten haben, plötzlich die Zuschauer gesagt haben, Mensch, ist einfach toll. Also da ist dann doch mehr als jetzt nur ein bisschen Unterhaltung, ein bisschen ein toller Act, hat sich wirklich was verändert. Und gerade in einer letztlich doch eher konservativen Schlagerkultur oder Szene. Wie wird es jetzt für ihn oder Sie persönlich weitergehen? Also der Song war erstmal auch als von der Melodie, von der Inszenierung her sehr großartig, sage ich jetzt jedenfalls, bin gar nicht so ein Schlagerfan. Und wir haben, ohne jetzt gleich diesen Vergleich zu schaffen, schon in den frühen 70er Jahren gesehen, dass David Bowie zum Beispiel bereits mit Crossdressing, mit Transsexualität gespielt hat, mit Homosexualität gespielt hat. Wenn Conchita Wurst, die auch eine tolle Stimme hat, finde ich, finden viele andere auch, wenn die jetzt auch noch die richtigen Arrangeure weiter hat, wenn die richtigen Komponisten hat, die richtigen Kompositionen, dann kann das ein richtig guter, großer internationaler Act werden. Wir haben an ABBA gesehen, dass man auch vom ESC, der hieß damals noch anders, wirklich ganz, ganz groß weltweit Karriere machen kann. Ausschließen würde ich es nicht, also es ist mehr als eine Eintagsfliege. Genau, das ja.